So. In unserer Reihe Literatur im Strandkorb dürfen wir heute den Professor Schicker begrüßen aus Annaberg-Buchholz. Der Herr Schicker ist 1946 in Annaberg geboren, er ist hier aufgewachsen. Sie haben den Beruf des Konditors erlernt, sind darüber hinaus studierter Sänger sowie Kultur- und Theaterwissenschaftler. Sie lebten und wirkten in Leipzig, Berlin, Wien und Budapest und sind seit 2011 zurück in Annaberg-Buchholz. Mhm. Herr Schicker arbeitet seitdem als Historiker, Autor und Dozent und ist unter anderem Herausgeber der Online-Zeitung Annaberger Tageblatt. Herr Schicker, Sie heißen mit dem Vornamen Gotthard B. Punkt. Wofür steht denn das B. Punkt? Oh, das B heißt eigentlich Bruno, aber ich wollte das gar nicht, dass das bekannt wird eigentlich. Nur als ich noch in Ungarn war, können die Ungarn schlecht Gotthard aussprechen. Und dann haben sie gesagt, hast du noch einen zweiten Namen? Ich sage Josef. Ah, Josef heißt bei uns so viele hier, das geht auch nicht. Wie wär's denn mit Bruno? Ich sage, ja, Bruno. Nee, wir nehmen Bruno, weil bei uns heißt jeder zweite Hund Bruno. Das klappt wunderbar. Jetzt merke ich mir und seitdem ist dieses B da drin. Danke. Sie sind auch Rentner. Ja. Und haben ganz viele Tätigkeiten. Was macht am meisten Spaß? Die letzte Tätigkeit ist die schönste. Das ist die Unabhängigkeit, das ist die, in Anführung, Freiheit. Frei ist man ja nicht total, aber man kann sich jetzt selbst organisieren, was man möchte, was man braucht. Ja. Sie haben uns ein bisschen was mitgebracht. Vielleicht darf ich Sie bitten, ja, uns das mal vorzustellen. Ja, das ist nicht nur aus der Rentnerzeit, sondern das ist auch schon weit davor. Sie haben ja vorgelesen, wo ich überall tätig war. Und da habe ich natürlich die Verbindung zur Heimat immer gepflegt, also das Erzgebirge nie ganz rausbekommen. Und ich habe aber auch natürlich das Ungarnland, ich sag mal, von rechts nach links, von oben nach unten durchforstet. Ich hatte ja eine Zeitung, eine deutschsprachige Zeitung in Ungarn, aber parallel auch einen Verlag, wo wir also Bücher rausgegeben haben, die ich zum Teil selbst geschrieben habe, die ich aber auch mit meiner Redaktion zusammen gemacht habe. Wir haben uns zum Beispiel die Frage gestellt, warum ist die ungarische Stephanskrone schief? Also das wird dann hier drin beantwortet. Das ist vielleicht für die deutschen Leser, für die Touristen ganz interessant, wenn sie hinkommen und sehen also da oben auf dem Pferd, wo der heilige Stephan drauf sitzt, die schiefe Krone. Das wird hier drin beantwortet. Aber ich habe mich damals auch schon mit gastronomischen Fragen beschäftigt, weil Ungarn und Gastronomie, Essen und Trinken hängen natürlich dort eng beieinander. Und deshalb habe ich mal meine Redakteure damals und mich selbst auf den Weg gemacht, und auf die Wege geschickt durch ganz Ungarn. Wir haben 99 Gaststätten besucht. Also nicht ich alleine, sondern mit den anderen zusammen. Und haben dort festgestellt, dass die Ungarn sehr gut essen und trinken, dass sie viel mit der österreichischen Küche in Verbindung haben. Das ist wieder eine Sache, zu der kommen wir wahrscheinlich heute noch, woher auch unsere Gerichte beeinflusst worden sind. Ja? Aber wir haben natürlich auch dann festgestellt, dass zum Beispiel Kellner Gastronomie und das Unwesen in dieser Branche oder teilweise Unwesen in dieser Branche relativ international ist. Also nicht nur auf Ungarn beschränkt. Ja. Und um meine Verbindung zum Erzgebirge also zu halten, ergab sich es damals, dass das Theater gerade einen runden Geburtstag hatte. Und ich habe mich mal hingesetzt und da ich ja am Annaberger Theater angefangen habe, auf der Bühne mit herumzutoben, ja, und auf der Freilichtbühne drüben, habe ich mich so ein bisschen erinnert an die Zeit und habe hier Schlag- und Stichworte verfasst aus der Geschichte dieses alten Musentempels. Meine Frau hat damals die Zeichnungen dazu gemacht, ich habe alte Fotografien mit dazu gebracht und da sind dann eben solche Sachen drin wie, was kann man denn hier zum Beispiel, naja, also was ist eine Premiere, was ist ein Quartett, wie ist Othello in Annaberg aufgeführt worden? Was ist eine Influenza? Ja, es gibt ja Leute, die lassen da jemanden vor den Vorhang gehen, ein Tenor meistens, und sagt also, ich bin heute krank. Und dann sagt der Intendant an, der Mann ist krank, er singt aber trotzdem. Schon einen riesen Zwischenapplaus. Und dann sagt sich natürlich der Zuschauer, mein Gott, wie singt er erst,
wenn der nicht erkältet ist. Darf ich mal kurz zwischenfragen? Ja. Wann ist es erschienen? In welchem Jahr? Ja, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Das ist 1997 erschienen. Also da muss das Theater einen runden Geburtstag gehabt haben. Aber ich weiß jetzt nicht. Kann ich das nachliefern? Das liefern wir unseren Zuschauern dann noch nach. Ja. Der Dicknischel liegt hier? Ja, dann haben wir den Dicknischel. Das habe ich auch, sagen wir mal, in Ungarn angefangen. Aber auf meinen Urlauben, also ins Erzgebirge nach Annaberg, dann fertiggestellt. Und das ist 2008 rausgekommen in Marienberg drüben im Verlag. Und darin beschäftige ich mich eigentlich, oder anders gesagt, es sind Porträts von Persönlichkeiten. Mhm. Ja, also Dicknischel im wahrsten Sinne des Wortes, im guten Sinne Menschen, die sich irgendwann mal im Leben durchgesetzt haben. Die auf Widerstände gestoßen sind in der 500-jährigen Geschichte unseres Annabergs, aber auch darüber hinaus. Und die es immer nicht besonders gut hatten. Aber ich habe noch eine zweite Sache gemacht. Ich habe versucht, diese Persönlichkeiten auch mal von der psychologischen Seite etwas zu durchleuchten. Also zum Beispiel, warum ist der Anton Günther auf der Höhepunkt seines Schaffens der katholische Anton Günther? Warum hat er eine Todsünde begangen, indem er sich das Leben genommen hat? Das ist eine Frage, die will nicht jeder so hören, aber ich habe sie mal gestellt und habe sie auch von der Seite aufgedrieselt, um mal diese Seite zu reflektieren. Oder was ist an dem Arthur Schramm wirklich dran? Seine Verschen, die man ihm da andichtet, die sind nicht von ihm. Der Mann war ein kluger, ein wirklich belesener Mann, hat sich natürlich auch sehr skurril verhalten, das wissen wir. Also er hat sich geschadet, wir haben ihm aber auch geschadet. Einmal dahinter zu schauen, was steckt in dem Kerl sonst noch drin. Mhm. Und so habe ich mir einige Persönlichkeiten der alten und der neueren Zeit vorgenommen. Aber nicht nur Persönlichkeiten, sondern auch Vereine. Also ich habe mir die Freimaurer näher angeguckt. Ich habe mir die Lorenzianer angeschaut, damit im Zusammenhang dann, was scheinbar gar nichts damit zu tun hat, das Reizenheimer Manne, was ja auch eine skurrile Persönlichkeit unseres Erzgebirges ist. Naja, und solche Dinge sind also hier drin enthalten. Dann habe ich, wie gesagt, immer in der Verbindung zur Heimat bleibend die Kreiderfahr rausgebracht. Das ist praktisch in Ungarn noch mit entstanden. Das ist auch in Ungarn entstanden, aber natürlich sind es unsere heimatlichen Kräuter, die hier verarbeitet wurden und vor allen Dingen Geschichten darum. Diese ganzen Sagen, die sich um unsere Kräuter bewegen. Ja? Ich will bloß mal ganz kurz aus dem Inhalt vielleicht zwei, drei nennen. Also die Himmelsschlüssel sind Wunderblumen bei uns. Da gibt es Sagen um die Himmelsschlüssel. Die Linde ist der sogenannte sagenhafte Frauenbaum. Unsere Linden vor den Gaststätten zum Lindenbaum und so weiter. Hochinteressant. Die Nessel im Erzgebirge, das alte Mondkraut, die neunte Lessel in Olbernhaut drüben an der Pulvermühle, die man nur bei Schwarzmond pflücken darf und so weiter. Das kommt alles hier drinnen vor. Um den Flachs gibt es sagenhafte Geschichten. Der Hopfen, die Vogelbeere sowieso, die Fichte, nicht nur als Weihnachtsbaum, sondern auch in vielen anderen Zusammenhängen. Mhm. Also das ist eine sagenhafte erzgebirgische Hausapotheke, die es noch zu kaufen gibt. Okay. Also zu kaufen gibt es noch einen Ticknischel und die sagenhafte erzgebirgische Hausapotheke. Das ist eine Rarität, das gibt es glaube ich nur noch. Mhm. Im Antiquariat. Und zu kaufen gibt es die Erbgerichte, weil das das Neueste ist, das Letzte ist? Ja. Ihre Erbgerichte? Erbgerichte, da muss ich den Vorläufer noch dazu nennen. Ja. Der ist, glaube ich, jetzt muss ich nochmal nachschauen, das ist, glaube ich, die erste Auflage, der Gutguschen, so habe ich das damals gelernt, ja, 1991. Das hängt nämlich damit zusammen, immer wenn ich hier im Urlaub war, habe ich bei meinen Wanderungen über die Dörfer ein paar Frauen, aber auch Männer, weniger Männer, mehr Frauen, alte Frauen gefragt, was kocht ihr eigentlich so? Was esst ihr Weihnachten zu Hause oder zu Ostern? Und diese Dinge habe ich mir notiert und habe sie dann als Rezeptsammlung, wenn man so will, weil es eine vollständige Rezeptsammlung über erzgebirgische Küche eigentlich noch nicht gab, habe ich das in die Gutguschen untergebracht. Und das war im Grunde das erste überhaupt erzgebirgische Kochbuch, was rausgekommen ist in der 500-jährigen Geschichte unserer Gegend. Da wurde es Zeit. Das kann ich jetzt mit Fug und Recht so sagen, weil bei meinen Recherchen zu dem Neuen, also zu den Erbgerichten, bin ich tatsächlich auf nichts gestoßen, wo man sagen könnte, hier ist ein Kompendium
was also unsere gesamte Erzgebirgskulinarik reflektiert. Das kommt nicht vor. Sondern unsere Einflüsse sind also aus Österreich, Ungarn, Böhmen hier rüber gekommen. Sie sind aus dem Westen, aus der süddeutschen Küche stark beeinflusst und natürlich dann aus dem großen sächsischen Raum. Also Studien, die ich gemacht habe, Dokumente, die ich lesen konnte, wo Rezepte drin vorkommen, die dann auch bei uns im Erzgebirge angesiedelt sind, stammen meistens aus der sächsischen Küche oder aus sächsischen Kochbüchern, teilweise sehr alte. 1512, glaube ich, war eines der ältesten, die ich mit zur Recherche dazu nehmen konnte. Jetzt liegen eine ganze Menge Bücher hier und ich weiß, dass aber auch ein bisschen was noch in Ihrem Kopf ist. Denn Sie bereiten im Moment gerade unter dem Arbeitstitel Familienbiografie der Köselitz etwas vor. Und vielleicht geben Sie uns schon mal einen kleinen Einblick, was uns da oder auch wann uns das dann erwarten könnte. Ja, das ist mein neuestes Projekt. Ich bin mal davon ausgegangen, dass wir eine ganz tolle Arbeit machen mit zwei großen Persönlichkeiten in Annaberg. Die eine ist wahrscheinlich in Annaberg geboren, das ist die Barbara Uttmann. Und der andere ist nicht in Annaberg geboren, das ist der Adam Ries. Ja, also um die kümmern wir uns sehr stark. Aber Annaberg hat auch ein großes Potenzial an intellektuellen Persönlichkeiten. Und ich meine, die sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, vernachlässigt worden. Ich denke da unter anderem an Felix Weise, wo ja immer noch unsere drei Schilder da draußen falsch geschrieben sind. Der Begründer der Jugendliteratur. Wir hätten ohne ihn im Grunde die Operette, das Singspiel, das deutsche Singspiel, was er uns aus Frankreich hierher geholt hat, hätten wir nicht in Deutschland völlig vergessen, dass es ein Annaberger war. Und wir haben natürlich auch die Familie Köselitz. Und dort konzentriere ich mich zwar, oder habe mich in letzter Zeit hauptsächlich auf den Peter Gast, das war ja der Heinrich Köselitz, konzentriert. Eine schillernde Figur, die man eigentlich in drei Teile teilen kann, in den Musiker, der uns zum Beispiel die Oper Der Löwe von Venedig hier beschert hat, endlich auch in Annaberg aufgeführt. Er war aber auch die rechte Hand von Friedrich Nietzsche, hat den seine Manuskripte fast alle mit korrigiert und lektoriert. Und er war aber auch ein Heimatforscher und hat die letzten 8 Jahre oder fast 10 Jahre in Annaberg sich um die erzgebirgische Mundart und um die Mundartliteratur gekümmert, hat selbst Dinge herausgegeben in Mundart. Aber das ist eben nicht alles. Die Familie Köselitz, deshalb habe ich diesen Arbeitstitel gewählt, sind eigentlich Weltbürger, vielleicht ein bisschen zu groß, europäische Bürger. Ja, denn wir müssen anfangen, bei den Köselitzen zurückzugehen bis an den Hof von Zerbst, dort, wo unsere Katharina herkommt, die Katharina, die spätere Zarin von Russland. Dort an diesem Hof hat schon ein Köselitz gewirkt. Ich muss aber jetzt noch weiter zurückgehen und muss schauen, es gibt nämlich Koselice, also zwei polnische Orte, die Köselitz heißen. Wahrscheinlich kommen die Leute von daher. Ich will nur die Dimension nennen, wenn wir eine Familiengeschichte schreiben, die dann in Annaberg sich etabliert hat und hier Großes bewirkt hat und von Annaberg aus Großes bewirkt hat, dass wir diesen ganzen Bogen mit hineinnehmen. Deshalb wird also die alten Köselitze, zum Beispiel auch unser Stadtrat Hermann Köselitz, hier eine Rolle spielen. Es werden die Köselitze, die das Annaberger Tagblatt gegründet haben, die hier die Sparkasse mit in die Welt gesetzt haben, werden eine Rolle spielen. Es wird der Maler Rudolf Köselitz, der also dann nach München gegangen ist, aber uns wunderbare Werke hinterlassen hat. Wir haben ja hier die Ausstellung gehabt. Und es werden natürlich auch die Nachklänge, die ganze Rezeption, die Köselitz-Rezeption, wird eine große Rolle spielen. Es wird also ein sehr umfangreiches Werk, wozu man Unterstützung braucht. Ich habe die Zusage von der Stadt, dass sie das zumindest moralisch unterstützen wollen. Inwieweit das materiell dann noch sein wird, werden wir sehen. Aber es gibt schon Sponsoren und nicht nur aus dem Erzgebirge, sondern von weit her. Frankfurt am Main hat sich dafür interessiert und hat schon auf ein Spendenkonto, was wir vielleicht irgendwie sehen werden, dort schon eingezahlt, sodass ich dann guter Hoffnung bin und dass wir das vielleicht 2016 als eine große Familienbiografie herausgeben können, wo also auch mal aufmerksam gemacht wird auf das, was Annaberg noch zu bieten hat.
wo wir auch andere Zielgruppen ansprechen, als das bisher der Fall war. Und Sie sprachen gerade diesen Hof an. Welchen Zeitraum umspannt denn dann diese Familiengeschichte? Also von bis... Also von 1635 bis quasi, wenn ich die Rezeptionszeit heute mit dazu zähle, dann bis heute. Dann bis heute. Ja. Das ist ein umfangreiches Werk. Oh, ich denke schon. Wir freuen uns drauf. Jetzt freuen wir uns erstmal drauf. Sie haben uns nämlich noch was mitgebracht und Sie werden unseren Zuschauern etwas vorlesen. Und ich bin schon ganz gespannt, denn die Geschichte, die hängt auch ganz eng mit Ihnen zusammen, die Sie uns mitgebracht haben. Und ich glaube, ich muss gar nicht mehr dazu sagen, denn die Geschichte verrät das selbst. Ja, es müsste aus der Geschichte hervorgehen. Es ist aus meinem Buch Dicknischel. Die kleine, kurze Erzählung Tannhäuser, diesmal mit zwei N. Es gab nämlich einen Chor in Annaberg und meine Erinnerungen an diesen Chor gehen so. Wie gut war es doch, dass die Annaberger Erzgebirgsrundschau einst mal der Einfall kam, Texte zu veröffentlichen, die vor 100 Jahren im Annaberger Wochenblatt zu lesen waren. Dadurch habe ich nun endlich erfahren, dass der ehemalige Männergesangsverein Tannhäuser aus Annaberg, würde er noch bestehen, auf eine 120-jährige Tradition zurückblicken könnte. Wahrscheinlich ist jener stimmgewaltige Männerchor in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sang- und klanglos eingegangen. So wie ein paar Jahre später auch noch der niveauvolle städtische Chor Annaberg, der jahrzehntelang unter der bewährten Leitung meines verehrten Klavier- und Gesangslehrers Werner Naumann stand. Zu beiden Chören hatte ich in meiner Jugendzeit persönlich enge Kontakte. Während ich im städtischen Chor viele angenehme Stunden echter, sangesbrüderlicher und schwesterlicher Harmonie erlebt habe und häufig als Basssolist auftreten durfte, ist mir der Tannhäuser Männerchor durch ein anderes Ereignis in wohltuender und nachhaltiger Erinnerung geblieben. Mitte der 60er Jahre war es, ich spielte ab und an auf dem alten schwarzen Klavier in der ehemaligen Pilsner Bierstube, obere Schmiedegasse, heute Bestattungsunternehmen, wie sinnig, Lieder aus Opern und Operetten und sang mit den Gästen. Ein Hut oder das Biertablett des Wirts, von meinem Schulfreund Friedhelm Ludwig ersonnen, machte die feuchtfröhliche Runde und die nächste Sülze mit knusprigen eingeschnittenen Bratkartoffeln zum 59-Pfennig-Bier war gesichert. Ein bekannter Annaberger Malermeister war es, der mich ob meiner wuchtig-männlichen Stimme, wie er meinte, und damit sicher damals nicht falsch lag, zur nächsten Chorprobe des Tannhäuser ins Böhmische Dor, dem jahrzehntelangen Vereinslokal jener Annaberger Klangkörper, einlud. Ich saß nun als Jüngster unter den etwa 40 sangesfreudigen Herrlichkeiten unserer Stadt und ihrer näheren Umgebung. Der altehrwürdige Saal des traditionsreichen Gasthofes erbebte unter ihren Hymnen, Volks- und Trinkliedern jener gewaltigen Erzgebirgskehlen. Mittendrin ich, der schmale Knabe mit seiner tiefen Bassstimme, die sich zwischen besagten Malermeister und jenem stadtbekannten, immer mit hochrotem Dicknischel herumlaufenden Annaberger Fäkalienfahrer behaupten musste. Hans Stock, so hieß jener kleine, drahtige und überaus musikalische Mann aus Frohnau, auf den alle Mannspersonen hörten. Ob es sich dabei um die richtigen Tonhöhen, den Rhythmus, die Harmonie oder auch nur um die zahlreich notwendigen Bierpausen handelte. Am Ende der Chorproben wurden die Mannsbilder jedes Mal frohgelaunt von ihren an Erzgebirgen Kräuterlikören nippenden Ehegesponsten an einladend langen Tischen im Gastraum vom Böhmischen Tor mit besten erzgebirgischen Bieren erwartet. Die betrübliche Nachricht erreichte uns vor der nächsten Chorprobe. Unser Dirigent, der Stockhans, ist tot. An diesem Tag wurde nicht gesungen, dafür aber umso mehr getrunken. Wenige Tage später stand ich als Chorleiter vor meinen Tannhäusern. Sie waren alle der Meinung, wer Klavier spielen kann, eine kräftige Stimme hat und dem heiteren Gerstensaft nicht abhold ist, der soll fürderhin unser Dirigent sein, und ihr Wille geschah. Leider war es mir nur etwas mehr als ein Jahr vergönnt, dieser herrlichen Gemeinschaft gleichgesinnter, dickschädlicher Sangesbrüder vorzustehen. Der Zapfenstreich rief mich aus meiner Heimat fort nach Leipzig und damit von den Tannhäusern weg.
Ein kleines Liedchen hatte ich den Männern 1965 noch zum Abschied komponiert. Natürlich ein Trinklied, was sonst? Es soll noch mehrmals die alten Mauern vom Böhmischen Tor zum Erzittern gebracht haben. Leider habe ich die Tannhäuser-Schwingungen meiner Komposition nie mehr am eigenen Leib verspüren dürfen. Auch ist mir nicht bekannt geworden, wer den Chor nach mir übernahm, aus welchen Gründen es ihn heute nicht mehr gibt und wo man die Chronik dieses bejahrten Chores auffinden könnte. Sollte es in Annaberg vielleicht eines Tages doch wieder möglich sein, neue, eventuell auch noch alte Tannhäuser zu finden, die sich wöchentlich einmal im historischen Vereinslokal im Böhmischen Tor, die Gaststätte und den Saal gab es damals noch, zum feuchtfröhlichen Sängerkrieg treffen, die sich dann von engagierten und fachkundigen Händen leiten lassen, um die alten Lieder zum Lobe unserer erzgebirgischen Heimat und unserem schönen Annaberg zu singen, während ihre Liebsten jeglichen Alters auf sie nippen warten. Womöglich könnte der Chor dann auch bald wieder in seinem ursprünglichen Domizil im Bellevue mit unserer Stadtkapelle auftreten, wie es dies im Annaberger Wochenblatt im November vor 120 Jahren zu lesen war. Wäre das nicht eine schöne Aussicht für die musikalische Traditionspflege in unserer einst so sangensfreudigen Stadt? Nun gibt es natürlich das Lokal nicht mehr und es gibt auch das Bellevue nicht mehr und es gibt das Böhmische Tor nicht mehr, es gibt den Chor nicht mehr. Aber wir können Geschichte. Es gibt die Geschichte und die Aufforderung, darüber nachzudenken, vielleicht könnte man sowas wieder etablieren, an anderer Stelle, am anderen Ort, mit anderen Leuten. Genau. Herr Schicker, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute bei uns waren, uns einen Einblick in Ihr Leben und in Ihr Schaffen gegeben haben. Ich würde Ihnen auch gern das Versprechen abnehmen, uns wieder zu besuchen. Gerne. Und vielleicht darf ich Sie eine Frage Ihnen noch stellen. Sie sind seit 2011 wieder in Annaberg. Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, wieder in die Heimatstadt zurückzukehren? Tja, das ist eine schwierige Frage, aber die müsste man meiner Frau stellen. Meine Frau wollte nämlich nicht nach Annaberg. Die wollte aber auch nicht in Budapest bleiben, sie wollte nach Dresden, die Kunststadt Dresden. Da habe ich ihr eine ganz einfache Gegenfrage gestellt. Ich sage, wen kennst du in Dresden? Sagt sie, eigentlich niemand. Und wen kennen wir in Annaberg? Hier haben wir unsere Schulfreunde, hier haben wir Teile der Verwandtschaft, gute Bekannte sind dazugewachsen. Und ich habe vor allen Dingen einen Gegenstand. Sie sehen also, hier liegt er, ein Teil davon. Dankeschön. Thank you.